So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Battlefield 4 mit mir und Sachsen Let's Player. Das fühlt es sich aber nicht an. Okay. Hinter die Autos. Mhm. Ja, wie gesagt, ja, willkommen zurück bei Let's Play Battlefield 4 Hochballer. So, da wollen wir ja die ganzen. Gesindel mal hier angreifen. Och, Mehrfachkill. Oh, heilige Scheiße. Granate! Wir müssen von dieser Brücke runter. Das stimmt allerdings. Bloß wie? Das ist jetzt ja mal die Frage. Beziehungsweise, wie kommen wir eigentlich durch den Bus? Beziehungsweise, wie hat Zölle das als Quartier rüber geschafft? Ach hier, alles klar. Huch, das zart aber ganz schön, du. Aber naja, gut. Machen wir mal hier weiter. Sieht aber, wie gesagt, geil aus. Wow, wow, wow. Kommt ihr? Danke. Das ist ja ein ganz angenehmer Sturm, liebe Freunde hier, der guten Unterhaltung. Und hoppala. Scheiße. Wow, wow. Er steckt fest. Okay. Wir holen dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Verdammte Brücke. Okay, Jeff, dein Arm ist frei. Kontakt. Ich hab sie weg. Wo hab ich jetzt die Pistole her? Okay, zurück zum Wagen. Pack, schlag das Fenster ein. Heller, überprüf die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wow, wow. Heilige Scheiße. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb. Und nochmal bitte. Gib mir einfach deine Hand. Oh, da kommt Jiff, da kommt Jiff. Na komm, noch mal ein bisschen Beeilung hier, junge Frau. Oh, oh, das kommt ja immer näher. Wow. Ah. Okay, das war ein Auto, ich kann gerade noch nichts steuern. Oh, Pflanzen, okay. Oh, ich bewege mich dann mal an die Oberfläche und... Richtig. Was hat denn der? Genau das wollte ich haben. Sehr schön. Und rein hier. Und Tür zu. Was soll so sein, würde in einer Kanalisation zu sein? Fühlt sich gut an, aus dem Sturm raus zu sein. Wo sind wir jetzt? In einer Kanalisation oder wie? Hab ich. Okay, Pack. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein. Wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen. Signalpistole abfeuern und verschwinden. Schaffen wir. Das sehe ich auch so. Kann ja an sich nicht allzu schwer sein. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie Dunn. Er war der Squad-Leader. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit Dunn? Den hat das Meer geholt. Ich. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. So, erstmal kurz hier fachgerecht nachladen. Und wir haben. Ich seh's schon, wir haben einen Unterschied zwischen Armbrust. Ich wechsle mal zu einer Granatwerfer, sieht das hier aus. Ich wechsle mal hierzu. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles zur Auswahl haben. Okay, sogar besser als die, dann nehmen wir natürlich die. Dann haben wir eine Auswahl zwischen einer UMP, einer M4, Sekundärwaffe nehmen wir dann ein. Ja, Maschinengewehr bleibt uns ja leider, ne, haben wir gerade mal noch gar nicht zur Auswahl. Das war eigentlich ganz gut. Ja, ganz langsam öffnen. Wie sieht's aus? Ja, Bodencrew und ein paar Schütze. Erreiche das Zielgebiet. Ich gehe mal von außen nicht angreifen. Ihr haltet hier einfach mal die Stellung. Ich bewege mich mal so ganz sachte vor. Ja, gar nicht auffällig, Kollegen. Ja, lol. Was war denn das jetzt? Also, da willst du dir Messer und da verschwindet der auf einmal. Oh, weg mit dir! Die mach ich fertig! Ja, das will ich schon mal hoffen, da machst du auch mal fertig. Seine BBQ 95.1 freigeschaltet. Oh, Scheiße! Weg mit dir! Das ist auch schon mal ganz meine Position hier, verdammt. Ich hab bloß noch 15 Schuss. So ganz nebenbei. Ich muss leider nochmal schnell nachladen hier, wenn es nicht ausmacht. Dankeschön. Dann noch schön mit der Ruhe, Ladies. Ah! Es werden noch viele im obersten Bereich sein. Muss ich bloß gerade mal wechseln. Und weg mit dir. Was denkst du? Wir sind in der Nähe eines Haupthangars, oder? Du hast hier nicht das verdammte Kommando, Hannah. Was ist dein Problem, Irish? Kommt schon, Leute, hier lang. Denkst du, kannst mir nicht trauen? Hinten, die Lügnerin. Ich hab dir nichts getan. Ganz genau, Hannah. Du hast nichts für mich getan. Wo ich herkomme, muss man sich Vertrauen verdienen. Ach ja, die zwei Hübschen. So. Let's go. Ich habe mir jetzt eine neue Waffe freigeschaltet. Die Scout würde ich gerne beibehalten. Und die habe ich mir jetzt freigeschaltet als Sturmgewehr. Ach nee, eine LMG, sehr schön. Wow, nice. Achso, halt, da war ja noch eine Kiste für Targets. Da habe ich jetzt. Na, schau einfach mal das Holz weit hin. Okay.
Auf jeden Fall eine Menge Feinde. Eine Waffenkiste, wie ich sehe. Ne, Sprengstoff ist das. Ja, der ganze Spaß noch weiter. Ich guck gerade mal. Sprengstoff, Feind, Verbündeter. Also Sprengstoff könnte man ja in der Theorie einfach so mal prima da in die Luft jagen. Ich denke mal, das dürfte nicht das Problem sein. Ja, man muss doch Ruhe. M320 regelt. Nicht nur M. Wow! Ja, das war jetzt sehr sinnvoll, liebes Mitglied, war das jetzt sehr sinnvoll. Ich weiß jetzt nicht, warum er runtergesprungen ist. Der hat sich jetzt gedacht, ey, wisst ihr was? So. Grüß Gott, dann nochmal kurz hier. LMG. Ihr wickelt euch hier ein. So. Noch ist alles ruhig. 3, 2, 1, let's go. Ja, hat diesmal nicht so ganz gut geklappt, wie ich das jetzt wollte. So, dann einmal hier, wie gesagt, M320 regelt. So, wieder zwei weniger. Weg sind sie. Kurz den Zoom rausnehmen. Weg mit dir. Ja, wenn wir schon mal von hier oben regeln können, regeln wir das dann dementsprechend auch gleich hier im Fernkampf. Gut, jetzt müssen wir doch etwas weiter herunter. Aber natürlich, wir laden uns vorher nochmal die M320 ein bisschen auf. Warum müssen wir uns zurückziehen? Wir müssen stürmen. Ja, sowieso größtenteils ja alles alleine machen muss, stürmen wir dann das Ganze natürlich. Wo hängt's denn hier? Ja, mal mit der Ruhe. Mal gucken, wo die M320 landet. Irgendwie noch trifft sie nicht. Au. Wir haben auf jeden Fall von irgendwas angegriffen hier. Wir gehen erstmal in Deckung. Hier wird irgendwas. Irgendwas fliegt vom Himmel. Ach, Alter. Fick dich doch, Drecksniper. Gut, dann halt das Ganze nochmal. Ist manchmal gar nicht so einfach, wenn die dann alle mit EMA drauf. Na klar, jetzt fangen wir wieder von der Stelle an. Leute, Bill Fairness müsst ihr doch immer kennen hier. Jö. So, na dann. LMG. Ja,
Der Javelin ist an sich okay, verkehrtes Ding, vielleicht kann man sie hier drinne holen. Der Javelin, die steigt ja eigentlich nach oben. Okay, let's go. Ja, nein, ach, Alter, langsam reicht's. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Fallt runter, fallt neuf, fallt runter, fallt neuf, sag mal, bin ich dämlich oder was? Ey, Entschuldigung, aber trotzdem. Kann doch mal jetzt hier eine Wahr sein. Wisst ihr was, wir beenden erstmal den Part gerade eben. Auch wenn es diesmal 4 Minuten früher ist als üblich, aber danke erstmal wieder, dass du zugeschaut hast. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.